planlagde at flygte til Vesten, men han blev dømt til døden og henrettet med et nakkeskud. Her er dokumentaren Den sidste henrettelse i Østtyskland. Communist East Berlin, 1981. A trial is taking place. The accused, a Stasi captain. The charge, high treason and attempted defection. Outside, no one knows what's happening. Werner Tesco is pleading for his life. Wir möchten Ihre Personalien feststellen. Ihr voller Name lautet wie? Mein Name ist Dr. Werner Tesco und Ihr zweiter Name Siegfried. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 24. April 1942 in Berlin geboren. Ja. Ihr Familienstand? Mein Familienstand ist verheiratet. Es gibt eine Tochter. Das möchten wir jetzt nicht wissen. Ihre Staatszugehörigkeit? Staatszugehörigkeit ist DDR. Tesco is facing the death penalty. The trial is top secret, but it is recorded on tape. The prosecutor reads the charge. Der ehemalige Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit, Dr. Tesco Werner, wird angeklagt, vorbereitete und vollendete Spionage in besonders schweren Fall, in Tateinheit mit vorbereiteter Fahnenflucht im schweren Fall begangen zu haben. 9 months before the trial, Tesco and his wife were arrested in Berlin. But neither his wife nor his daughter have the slightest idea what is happening to him now. Also überschüttet mit Fragen habe ich meine Mutti eigentlich nicht, weil ihr Zustand war auch nicht so das seelische Zustand, dass man gesagt hätte, wir waren froh, dass wir uns wieder hatten. Ich habe sie dann flüsternd leise mal gefragt, wo ist dein Papi? Und da sagt sie, ich weiß es nicht. Werner Tesco, a man who served the Stasi. A man the Stasi turned into an enemy of the state. Werner Tesco was born in 1942. He grew up in Berlin. He met his future wife quite young. Da ich ja nun frisch dazugezogen war, habe ich mich da irgendwie dieser Clique angeschlossen, die sich dann so wie heute auch alle abends mal getroffen haben auf dem Spielplatz. Große Kastanienbäume, schön anheimelt, ein bisschen Blödsinn gemacht, Trabant um die Ecke getragen zu dem Zeitpunkt. Das war dann so recht lustig. Das war eine Jugendliebe, die dann scheiterte letztendlich an einem kleinen Dackel, den er nicht so angefasst hat, wie ich das wollte. Er hat ihn an der Leine hochgezerrt und damit war unsere Jugendliebe erstmal beendet. Werner Tesco studied economics at Berlin's Humboldt University and after completing his degree was taken on as a junior lecturer. He looked set for an academic career when he got his PhD in 1969. And then the Stasi came along. The security service of the DDR sounded out all university graduates, as physics student Werner Stiller discovered. Das war sogar innerhalb des Physikalischen Instituts bekannt, dass jedes Jahr die Staatssicherheit kommt und vor allem unter den Genossen siebt, wen sie denn gebrauchen können. Wobei in die Zentrale, das ist dann der nächste Schritt. Normalerweise müssen sie als IM eine lange Bewährungsphase durchlaufen, die habe ich auch durchlaufen, ehe sie für die Zentrale in Betracht kommen. But the Stasi have decided they want Tesco not just as an IM, but as a headquarters officer. He also has offers from the university and the trade ministry. At his trial, he describes the pressure he came under from the Stasi. Ich hatte die Dinge angeführt, dass ich mich an der Universität wohlfühle.
die Absicht habe, meine Dissertation zur Habilitation auszubauen. Und ich hatte eben meine Bedenken und mir mehrfach Bedenkzeit erbeten. Und daraufhin wurde mir dann an einem Tag gesagt, dass ich weder an der Universität bleibe, noch zum Außenhandel gehe. Und daraus, und das ist beispielsweise auch eine Frage der, meiner Unsicherheit, ich habe das so gewertet, dass mir persönlich gar keine andere Wahl blieb und habe dann Ja gesagt. Und da wurden mir also die Zusicherungen gemacht, dass diese Möglichkeit der Habilitation besteht, da das Ministerium eine eigene Hochschule hat. Und ich habe dann zugesagt. Werner Tesker gives in to the pressure and becomes a Stasi officer. This will mean a very different working and social life. This is 1969. The Ministry of State Security is celebrating its 20th anniversary. Derzeit war der einzige Promovierte in der Abteilung, dadurch schon ein bisschen herausragend, sportlich, aber eher nachdenklicher Typ. Ich war nicht mit ihm befreundet. Wir haben uns natürlich häufig gesehen bei irgendwelchen Veranstaltungen, haben auch miteinander geredet, habe auch mal über dieses und jene gefachsimpelt. Aber ich war nicht so nah dran, aber das war der Eindruck, den ich kriegte, dass er eher ein Grübler war. Was nicht so hundertprozentig in die Geschichte reinpasst. Denn wenn einer anfängt zu grübeln, dann ist er schon fast automatisch ein Systemkritiker. The Ministry of State Security under Erich Mielke is staffed with old party bruisers and loyal foot soldiers. Mielke himself has a very personal style. Akademiker waren eigentlich im Ministerium für Staatssicherheit überhaupt nicht beliebt, also halt nicht beliebt bei der Führung. Also Mielke stellte ja immer den Arbeiter General heraus und verbot auch überhaupt das Führen von Titeln im Postverkehr, also durfte kein Doktor auftauchen. Und er hat dann auch sich lustig gemacht, zum Teil über Doktoren. Und nur als Beispiel, er sagte, der Herr Doktor Oberst sowieso, soll man den Arbeiter Mielke in Berlin anrufen? Also er spielte da auch mit dieser Diffamierungsabsicht. The newly appointed Stasi officer meets his first love again. Man sah ihm an, dass er irgendwas Besonderes macht und auch bisher vielleicht auch schon vollbracht hat. Keine Jeans, ein Mann, der eben im Anzug und im dunkelblauen Mantel. Das wirkte für mich damals. Ich war ja noch jung, also das hob sich dann so von dem ab, was mich bisher als Mann begleitet hat. Er fiel da völlig aus dem Rahmen, auch von der ganzen Art. Der war sehr charmant und die Cafés und Gaststätten eigentlich, die wir aufsuchten, das waren also Nobelgaststätten. Also das gefiel mir natürlich besonders gut. Das beeindruckt einen ja mit jungen Jahren doch sehr. Und immer eine Blume. In the DDR, you get married quickly and young. This young couple see no reason to be different. Nach dem halben Jahr waren wir uns einig, wir würden, also so schön wie man sagt, den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Und für mich war das klar, wir gehen zum Standesamt, machen dort einen Termin, so wie das bürgerliche Leben es vorschreibt. Dass er eine Genehmigung brauchte, um mich zu ehelichen, das war mir nicht bekannt. Mein großes Makel war, ich hatte eben vor ihm einen Freund, der aus West-Berlin ständig einreiste. Und das war natürlich den Genossen der Staatssicherheit bekannt. Und das war eben der schwarze Fleck, den ich dann trug und ich auch nicht Mitglied der Partei war. Und weil dann also diese Genehmigung so gut wie nicht erteilt wurde, hatte mein Mann sich dann entschlossen, aufgrund der Familie, die er gründen wollte, doch dann das Ministerium zu verlassen und weiter wissenschaftlich zu arbeiten. But eventually the comrades relent.
Sabine Tesca is unprepared for the strange life of Secret Service officers in the HVA, the Directorate for Foreign Intelligence. A life that seems prescribed in every way. Ja, es war eigentlich eine ziemliche Zumutung, muss ich sagen, in diesem Apparat zu arbeiten, weil ja alles reglementiert wurde. Man wurde also nicht nur überwacht ständig, sondern man wurde auch eben reglementiert. Die Verwandten wurden abgeklemmt, möglichst. Die Bekannten wurden vorgeschrieben. Also diese totale Überwachung durch die Firma hat natürlich auch viele in die Einsamkeit und auch in den Alkoholismus zum Beispiel getrieben, weil ja, man war eben immer nur unter sich. Also das war also auch so erwünscht. Ein großer Teil der HVA-Leute lebten in HVA-Blocks. Und dann hatten sie automatisch ihr Umfeld. Wir haben also am Wochenende alle zusammen Autos geputzt und hatten Bierkasten daneben stehen. Und die Frauen, die haben irgendwo zusammen gesessen und hatten den Rosenthaler Kardaka auf dem Tisch. Man lebte praktisch in seiner eigenen Soße. Plenty of Stasi colleagues live near Tesca, but there are some other neighbors too. Sabine brings her four-year-old daughter with her into the marriage. Jana soon accepts Werner as her father, and she learns what she should say to people. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, wenn dich jemand fragt, wo dein Vater arbeitet, dann antwortest du im Ministerium des Innerns. Und wer damals in der DDR gewohnt hat, der wusste, dass man da nicht weiter nachfragt. Tesca is in a special section of Erich Mielke's Stasi. The HVA, the Directorate of Foreign Intelligence, led by charismatic spy chief Markus Wolf, is responsible for cross-border intelligence. Die HVA war die Elite. Das ist klar. Jeder war neidisch. Und wir haben in einer gewissen Weise auf die anderen herabgeschaut. Und die haben das natürlich auch gemerkt. Und Mielke war ja nicht unbedingt pro HVA. Er konnte nichts gegen den Wolf unternehmen, weil Wolf war an der langen Leine von Moskau. Und das wusste Mielke, dass er das wirklich nicht konnte. Er hat uns natürlich auch gedrückt, wo er nur konnte. Bei jedem Staatsbesuch standen wir an der Straße. Für alle einsehbar, aha, hier steht die HVA. Also das hätte ein normaler Mensch nie gemacht, dass ich meine Mitarbeiter an der Straße zum Abfotografieren aufstelle. The Foreign Intelligence Directorate mainly deals with politics and military issues. But Werner Tesca is in the science and technology sector. Their job is to gather information from the West, often using local agents. Die Wissenschaftsspionage ist eigentlich eine fast, sagen wir mal, untypische, für die HVA untypische Linie gewesen, weil man wusste, dort werden Patente beschafft, wissenschaftliche Ergebnisse irgendwo besorgt. Im Grunde waren aber alle mehr oder weniger verhuschte Gestalten, wo man den Namen kaum kannte. Meistens waren es auch falsche Namen, noch Decknamen. Tesca's department operates on the other side of the border, in the west. The sources working for East German intelligence are mostly committed communists. Like this man, who is still not prepared to reveal his identity. Also das war ja gerade das herausragende Merkmal der DDR-Aufklärung insgesamt. Also ich sag mal so, hohe Professionalität in der operativen Arbeit und der Führungsqualität einerseits und der sehr tief gelebten und tief empfundenen, ehrlichen, persönlichen Einstellung zum gemeinsamen Ziel der Erhaltung des Friedens und damit zu den Quellen im Operationsgebiet. The spies run by Tesca's science sector were meant to help creaking obsolete DDR industries. You could save a lot of research and development by getting hold of the finished results in the West. That was the theory.
But the DDR economy simply could not absorb a lot of Western high technology. Ich bin der Meinung, wir haben mehr geschadet als genutzt. Wir haben aufgrund unserer Möglichkeiten, die wir hatten, die DDR-Wirtschaft auf Dinge angesetzt, die für sie eine Nummer zu groß waren. Und haben damit Kapazität praktisch gebunden. In the long run, the DDR's own research was neglected. And the technology gap got wider and wider. Die hingen dann zum Schluss wieder Heroinsüchtige an der Spritze, hingen die am SWT und haben ihre eigene Arbeit vernachlässigt. Und waren dann zum Schluss so schlecht geworden, dass sie nicht mal mehr nachbauen konnten. At first, Werner Tesker is a hard-working young agent. He reminds the court of his achievements. Diese Einstellung, arbeitsmäßige Erfolge zu erzielen, war bei mir auch vorhanden. Und also auch der echte Wille. Und es ist ja nicht so, dass ich nichts getan habe. Und es führte ja dann auch insbesondere bis zum Jahre 75 durchaus zu Erfolgen. Sie haben die Verdienstmedaille der NVA bekommen? Ja, in Bronze und in Silber. Bronze und Silber. Tesker is trusted. He's allowed to go to sporting events in the West. He accompanies the DDR soccer team to the World Cup finals in Germany in 1974. Am 11. Juni 1974 erlebten zahlreiche Sportanhänger eine Premiere. Die DDR-Fußballnationalmannschaft löste nach viermaligen vergeblichen Bemühungen erstmals die Tickets für eine Weltmeisterschaftsendrunde. Viele gute Wünsche begleiten unsere Elf. Werner Tesker seems to enjoy his stay in the West. Ich habe ihn 1974, als ich selbst in Gelsenkirchen zur Weltmeisterschaft war, war er auch dort. Und er war wohl länger dort und wir sind auch mit irgendeinem Mercedes rumgefahren. Also wenn er abhauen hätte wollen, dann hätte er das da gekonnt. Also scheinbar nicht, aber er hatte ja auch Familie. Er war niemand, der so aus sich richtig herausging. Was mich allerdings wundert, er war offensichtlich die ganze Zeit dort und hat dann mit diesem Mercedes einen Kavaliersstart hingelegt. Wissen Sie, was das ist? So schnell anfahren, dass die Türen zufallen. Dachte ich mir, das ist aber ein komisches Verhalten für einen Staatssicherheitsoffizier. Afterwards, Werner Tesker returns to the DDR. To his desk and to the family that means so much to him. He's a loving father. Also es war von Anfang an sehr zart und sehr feinfühlig und sehr harmonisch. Und da hat sich auch in der Pubertät nichts dran geändert. Er war nie aufbrausend, nie verärgert, sondern eher immer sehr verständnisvoll, sehr unterstützend, sehr bewundernd für Dinge, die ich gemacht habe. Und das ist in der ganzen Zeit so geblieben. Also ich kann mich an ganz wenige Situationen erinnern, wo er sich wirklich mal mit mir auseinandergesetzt hat, gesagt hat, das geht so nicht. Eigentlich ging es immer so. Werner Tesker's job adds excitement to their lives. He disappears to safe houses and brings back Western goods. Für mich war das nur ein abenteuerliches Leben, was er schilderte. Er kam mal nachts, kam mal am Tage, mal war dann eben für 4-5 Tage nicht da. Und das machte ihn noch interessanter. Wir waren jung und er hat das nicht so als bitteren Ernst genommen. Es war eben klar, wenn mir Kaffee fehlte, ich gehe dann mal schnell nach West-Berlin und gehe Kaffee kaufen. Und das war es dann auch. Der kam auch wirklich wieder. Ob er nun nach West-Berlin ausgereist ist oder ob er bloß bis zum Intershop gefahren ist, manchmal die Geschichten so zusammengesetzt hat, damit es noch ein bisschen interessanter wirkte, das kann ich nicht sagen. Also ich denke, jedes Kind hat in der DDR irgendwelche Sachen, die nicht dort hergestellt und wurden. Und so war es auch bei mir. Und wo die nun herkamen oder wie ich zu denen eigentlich kam, das hat keiner gefragt. Ich selber wusste ja, wo die Sachen herkommen über meinen Vater. Aber dass jetzt jemand gefragt hätte, wo hast du denn diese neue Jeans her? Nein. A Stasi officer would always make sure his lifestyle looked ideologically pure to his colleagues. Alle Mitarbeiter,
des Ministeriums bzw. der Sektion, wo er dazugehörte, hatten ja bestimmtes Geld, um im Intershop einzukaufen. Und es wurde bei allen. Also es wurde der Remy Martin getrunken, es wurde der Westkaffee getrunken, es wurden die Westzigaretten geraucht. Das endete zu solchen Einladungen mit Mitarbeitern, die uns besuchten, die wir besuchten. Dann endete all diese westliche Welt an der Wohnungstür. Es wurde gleich von vornherein vorgeschrieben, also die Kette aus dem Intershop nimmst du nicht um. Du rauchst heute Abend also die üblichen Club. Bei offiziellen Besuchen der Firma zu Hause, da habe ich alles weggeräumt, was da so nach West aussah. Oder haben ja Schnapsflaschen dann also angeblich mit Tee gefüllt. Also da gab es schon alle Tricks, die dann in Anwendung kamen, einfach um sich da sauber zu halten nach außen. The annual celebrations of the founding of the firm are a social high point. Stasi boss Erich Mielke organizes the event in his very own way. Mielke selbst hielt einen Hof, in dem er dann also mit seiner Gattin dort also tanzte und alle Leute anflaumte. Und es war ja auch ein kleiner Mensch, aber so bauernhaft jeder Dame, die dann, wo er jetzt wusste, da hat er eine Auszeichnung an dem Herrn vorgenommen, die Dame dazu, also wurde ja dann ihm auch präsentiert, jovial auf den Hintern zu klopfen. Das gehörte einfach so tüpelhaft dazu. Das fand ich nicht witzig. Also aus der Sicht von heute würde ich sagen, Kasper-Theater, aber für die Betroffenen war es eben eine Pflichtübung. Werner Teske feels less and less comfortable with his colleagues. He has no interest in their social life, but there's constant pressure to conform. Sie hatten die Vorstellung, dass wir uns genauso in ihre Gemeinschaft einleben würden, wie sie das mit allen ihren Mitarbeitern gemacht haben. Dass mein Mann das von Anfang an abgeblockt hat und nicht den Kreis pflegte, das ist ihnen wahrscheinlich erst später so aufgefallen. Wir sind also nur zu Pflichtbesuchen dann gegangen. Werner and Sabine would rather spend time with her friends. She has a good job with a building corporation. Da hatte sich eine Jagdgruppe gebildet im Kreis Templin. Es gehörte aber nicht zum Jagdgebiet der Staatssicherheit. Zwar waren wie immer Freunde von mir, die uns damit hineinbrachten. Und das hat er eben auch sehr gerne dann gemacht. Weil da musste er sich nicht irgendwie vorschriftsmäßig bewegen, sondern er konnte so sein, wie er dann auch wirklich war. For the first 5 years, Werner Teske's bosses are happy with him. Teske is considered a success. And there's no reason to worry about his use of Western currency. Like many colleagues, he siphons off a bit for himself. He obeys the rules and rituals of a spy's life. But he keeps to himself. Wenn man anfing, als Außenseiter zu gelten und als Eigenbrötler, das wurde registriert. Sie hatten dann nicht unbedingt, war damit ihre Karriere zu Ende, aber, und ich war ja dann noch selbst Parteisekretär, dann hat man sich schon mal gesagt, was ist denn eigentlich mit dem los? Gradually, Werner Teske realizes that the promise of an academic career in the ministry was an empty one. During the trial, he told the court of his disappointment. Da gewann die Unzufriedenheit die Oberhand. Sie wurde zum dominierenden Teil. Ich merkte, dass ich aus meinem fachlichen Aufgabengebiet völlig heraus war. Das heißt, mein Fachwissen stagnierte auf dem Stand von 1969. Er hatte ja ein Ziel. Er wollte habilitieren und wollte eine Professur haben, und zwar für die damalige Schule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam für Staat und Recht. Und für dieses Ziel hat er sich sehr eingesetzt, engagiert und auch sehr gute Leistungen in der Führung mit IMs, die ja für ihn als Übergangslösung nur vorgesehen waren, auch gearbeitet. Aber er hat gemerkt, er kriegt diese Entwicklung, die er eigentlich sich vorgestellt hat mit Eintritt in das Leben der Staatssicherheit, dass die Entwicklung nicht ist, sondern dass er weiter eigentlich für die Wirtschaftsspionage vorgesehen ist. The rest of his life will be spent in this atmosphere.
Tesca is trapped, and there's no way back. Also untypisch war es tatsächlich, dass jemand heraus wollte und auch raus konnte. Man war gebunden durch alle möglichen Befehle und Weisungen, also an die Funktion, die man hatte. Und man konnte, wie gesagt, sich nicht weder kündigen noch überhaupt sich also davon stehlen. War also unmöglich, das ist schon richtig, war schon lebenslänglich, diese Berufung. Tesca told the court of his despair. Da sprechen wir mal klar. Die Lust ließ nach. Die Lust ließ nach, ja. Es kamen Oberflächlichkeiten vor. Ja. Oberflächlichkeiten entwickelten zu dienstlichen Verfehlungen. Das dienstliche Verfehlungen führten zur Unehrlichkeit. Jawohl. In der Arbeit. Jawohl. Es gab keine Offenheit mehr und damit Unehrlichkeit. Und Voraussetzungen für einen Erfolg in der operativen Arbeit? Sind das Voraussetzungen? Nein, das sind keine Voraussetzungen, sondern Voraussetzungen sind eben Ehrlichkeit, Vertrauen, offenes Auftreten. Ja. Self-incrimination will not help in this trial. By the mid-70s, Tesca's crisis has begun to affect his family. 76, 77 ist mir das dann aufgefallen, dass er sich eigentlich doll verändert hatte. Aber das eigentlich bis dahin immer noch sehr gut überspielt hat. Aber dann kam die Zeit des Trinkens auch, was mir dann also wirklich missfiel und was dann also auch richtig zur Trunkenheit immer führte. Wo man dann sagt, also es ist ein typisches Anzeichen für einen Alkoholismus, wo Flaschen versteckt wurden in Kleiderschränken. Oder er saß eben noch abends nüchtern vor mir beim Fernsehen und verschwand in der Toilette und kam wieder und dann war der Rattentuten dicht. Sicher, sie waren auch immer noch ausgelassen und hatten schöne Stunden, aber es war schon eher angespannt. Das hat man daran gemerkt, dass sie miteinander nicht mehr so viel gesprochen haben. Jeder hat so ein bisschen für sich gesessen, auch abends, wenn wir dann zusammengesessen haben. Ist nicht mehr viel geredet worden und auch danach die Zeit, also jeder hat seinen Stuhl gehabt und ist auf dem sitzen geblieben und hat auch keine Blickkontakte, keine Späße, keine große Fröhlichkeit mehr miteinander. Das habe ich schon gemerkt, aber ich wollte jetzt auch nicht derjenige sein, der da versucht, irgendwas zu klären, weil zu mir das Verhältnis hat sich von beiden nicht verändert. Weder von meinem Vater noch von meiner Mutter. Im Umgang mit mir waren sie nach wie vor immer noch die gleichen. Ich habe das Problem dann anders gelöst. Ich bin aus der Ehe ausgebrochen. Ich habe mir also einen Freund gesucht, mit dem ich dann das Alkoholproblem besprechen konnte. Und als die, wie das so schön ist, als die große missverstandene Ehefrau. Und das war auch wieder ein bisschen aufregend, weil ich ja konnte ja nicht so ohne weiteres von zu Hause dann weggehen. Aber mein Mann hat mir ja auch geglaubt. Ich muss mal sagen, er hat mir, das ist eigentlich nicht schön, wenn man das so jetzt sagt, er hat mir wirklich blind vertraut. Und es war eigentlich auch keine schöne Reaktion von mir jetzt nur zu sagen, also dann mach du dein Suff und ich mach mir ein paar schöne Stunden. Spannungspolitik wird dabei die Geste des guten Willens hervorgehoben. Die Bereitschaft der DDR zur Gesundung des politischen Klimas in Europa beizutragen ist erneut klar und... Marriage in crisis, academic career disappearing over the horizon. Too much booze and sloppiness bound to start causing trouble in the firm. Werner Tesca begins to consider the alternative. A new start in the West. Tesca spends plenty of time at Friedrichstrasse station, the most important subway crossing point between East and West Berlin. This is where agents in the Federal Republic hand over sensitive information. Also auf dem Bahnhof Friedrichstraße, quasi noch auf der westlichen Seite vor dem Grenzübergang, habe ich meine Tasche und meinen Koffer an einer Gepäckaufbewahrung abgegeben und dafür einen Gepäckaufbewahrungsschein bekommen. Mit dem Schein ist dann später im Laufe des Tages einer der Führungsoffiziere dorthin und hat die Sachen abgeholt. Friedrichstraße Station. For supervising officers like Tesca, this is the gateway to the West. The way through from the East is strictly regulated. The complex is closely watched.
but there are hidden corners. Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass der Bahnhof Friedrichstraße mit seinem Diensteingang, der nur betreten werden konnte mit Ausweis, mit Berechtigungsschein und extra vereinbarten Geheimzeichen, dass der natürlich das Tor zur Welt war. Und ich glaube schon, dass so manch einer versucht war, zumindest darüber nachzudenken, wie es denn wäre, wenn. Tesco runs through the possibilities of escaping with his wife and daughter. He even sounds out his wife. Lasst uns doch in den Westen gehen. Ich könnte an der Akademie Bad Harzburg arbeiten. Ich hätte mich da auch schon erkundigt. Und wir könnten ja mit Diplomatenpässen ausreisen. Ich kann uns die besorgen. Er hat mir das versucht zu erklären, dass das kein Problem wäre. Er würde doch auch ständig hin und her gehen und keiner würde uns großartig kontrollieren. Und das war eigentlich der größte Fehler, den ich wahrscheinlich begangen habe. Nicht mehr so strikt auf ihn einzugehen, sondern zu sagen, jetzt machen wir sowieso nicht, wir reisen nicht aus. So als lustiges Thema stand dieses Thema mal bei uns zur Diskussion. Aber passiert wäre es nie, weil ich also immer dann auch eindeutig klärte, ich setze das Mädchen nicht dem Risiko aus. In 1977, even though he can't be sure his wife and daughter will go with him if he flees west, Werner Tesco starts taking official papers home. Papers that might interest enemy intelligence services. Taking files home is strictly forbidden. The penalty for treason and defecting to the class enemy can be death. Als wir Offiziere dann ihren Eid leisteten, war völlig klar, dass also Verrat ist. Stasi Chief Erik Mielke offers no mercy to traitors from his ministry. Lass uns wirklich hier in diesem Kollektiv wirklich schwören, dass wir gegen jede Verletzung der Gesetzlichkeit in unseren eigenen Reihen ankämpfen. Das ist die wichtigste Sache, dass wir die Menschen hier unter Kontrolle halten. Wenn wir nicht gerade jetzt hier in der DDR wären, ich würde euch das ganz ehrlich sagen, wenn der Westfalenik wäre, so in der glücklichen Lage wie die Sowjetunion, dann würde ich einen erschießen lassen. Kurze Prozess machen. Stasi officers knew he wasn't joking. Ich habe selbst unter der Prämisse gelebt, ich gebe ihnen keine Gelegenheit, mich lebend lernen zu kriegen. Also als es dann heiß wurde, hatte ich meine Pistole bei mir. Und ich hätte auch ohne Zögern abgedrückt auf mich selbst. Weil ich wusste, dass ohne dass ich alles gestehe, ist diese Untersuchung nicht zu Ende. Und wenn ich mich nur irgendwie weigere, dann ist es klar, dass die Folter gekommen wäre. One day, before a meeting at Friedrichstrasse station, Tesco makes everything ready for his defection. But he holds back at the last minute. Ich hatte ja auch noch von einem Konto Bargeld hingelegt und hatte einen Abschiedsbrief geschrieben. Und ich habe dann einen Tag später diese Fahnenflucht erst einmal verworfen. Mir klagte, ist das allerdings so, dass Sie in Ihrer Aussage vor dem Untersuchungsorgan sagten, ich hatte auch nicht das MFS zurückgehalten, in der DDR zu verbleiben. Das war ausschließlich meine Familie. Ja, die Bindung an meine Familie war das Dominierende. 1979. While Tesco hesitates and stays with his family, Werner Stiller acts. He breaks into a steel cabinet at Stasi headquarters, forges a pass for the staff entrance at Friedrichstrasse station, and takes a subway train to the west. Es gab kein Sicherheitssystem, keine, gar nichts, null. Die konnten, die haben sich selber so belogen. Jemand, der durch unsere Schule gegangen ist, durch unsere Anhänger unserer Ideologie ist, der kann nicht zum Verräter werden. Minister Mielke rages. His whole ministry is in uproar. Agents in the West are alerted. Stillhalten war angesagt, keine operativen Tätigkeiten ausführen und in jeder Frage wachsam sein. Das war alles. Also dazu muss man einfach sagen, war das Wissen auch von Stiller einfach zu begrenzt. Und mal ganz ehrlich, also
irgendwie war er ein ganz kleines Licht und im großen Maßstab ziemlich, ziemlich unbedeutend. Für die, die er allerdings ins Gefängnis gebracht hat, war das schlimm genug. Small fry. Stiller betrayed a number of DDR spies in the West. It was a serious shock for Mielke and the ministry. Und so kam nun völlig überraschend aus der Drehung diese Mitteilung plötzlich, da ist also ein wichtiger Offizier verschwunden. Er wurde zunächst ein paar Tage lang gesucht, weil man nicht gleich wusste, also sofort, dass er im Westen war. Und dann war also eigentlich totale Kopflosigkeit im Hause. Also dann gab es plötzlich also Sicherheitsmaßnahmen, die vorher überhaupt nie jemand kennengelernt hat. Da wurden Leute plötzlich ausgetauscht über Nacht, also leitende Mitarbeiter. Und war eine große Verunsicherung dann im Hause eingetreten, die also fast zur Lähmung, totalen Lähmung der eigentlichen operativen Arbeit führte. Internal checks are strengthened. Werner Teske can no longer use the exit route at Friedrichstraße Station. Und dann habe ich ihm natürlich einen Bärendienst erwiesen, als ich plötzlich weg war und dann alles auf den Kopf gestellt wurde. Nun hypothetisieren wir mal. Er ist in der Vorbereitung eines solchen Schrittes, ist schon ein paar Schritte gegangen, und dann kommt ihm jemand zuvor und macht die Lösung seiner ihm selbst gestellten Aufgabe nahezu unmöglich. Werner Teske has just had his 37th birthday. He's stuck. He's already been disciplined for taking unauthorized leave to go hunting. His drinking and his accumulation of foreign currency are bound to be noticed. His new boss is asking awkward questions. And he's still taking documents home. Die Dokumente, die er zu Hause hatte, die habe ich so aus meiner Sicht dann so gesehen, wie jeder mal ein bisschen Arbeit mit nach Hause gebracht hat. Dass das immer mehr wurde, das ist mir eigentlich nicht so aufgefallen, da er einen Teil dieser Unterlagen auch in unserer Waschküche gestapelt hat und die so als Gerümpelraum diente. And he's no longer following procedure on secrecy. Zu der damaligen Zeit war es ja immer noch üblich, dass man sehr viel mit Kassettenrekorder aufgenommen hat. Und wir hatten keine Kassetten und keine Bänder. Und die hat mein Vater immer von der Arbeit mitgebracht. Er hat dann immer gesagt, so einen kleinen Philips-Kassettenrekorder, ich bringe die Bänder mit. Ich wusste gar nicht, ob es in der DDR eigentlich sowas gab. Ich glaube, es gab es gar nicht. Die waren ja immer von BASF. Und die waren alle besprochen. Das heißt, da waren ja vorher alles Diktate drauf. Und habe sie mir angehört und habe seine Stimme gehört auf den Bändern und habe mir aber nicht angehört, was er da überhaupt gesagt hat, wofür seine Stimme auf dem Tonband drauf war, sondern habe sie einfach überspielt und habe meine Rockmusik darauf gespielt. Teske is letting things slip, acting without stopping to think of the consequences. Aber was ihm gefehlt hat, war kriminelle Energie. Auch wenn ihm das System zuwider war. Aber sie brauchen eine gewisse wieder kriminelle Energie, sich über die Schranken hinwegzusetzen. Und das war, glaube ich, sein größter Fehler. Ihm fehlte die Überzeugung. Der war schwankend scheinbar und ist dadurch auch schlampig geworden. Ich glaube nicht, dass er unterschlagen hat, sondern hat einfach nicht mehr aufgepasst. One day at the beginning of September 1980, Teske is suddenly arrested at home by his own colleagues. Dann standen seine Mitarbeiter vor der Tür und erklärten mir, du, wir müssen mit Werner, wir müssen den Werner mitnehmen. Wir müssen dringend etwas klären. Und nach zwei Tagen kam er nicht wieder. Na gut, dringend klären, also zwei Tage. Dann kam jemand von seinen Mitarbeitern und sagte, dass er eben Hemden und Wäsche braucht. Werner wäre im Ausland. Gut, auch das nahm ich ja zur Kenntnis. War mir also auch nicht neu, dass er irgendwas brauchte zum Anziehen. Das habe ich denen auch mitgegeben. Und dann verging eigentlich so noch mal eine Woche, bis
ich dann ins Bild gerückt wurde. Sabine Teske is arrested too. For their daughter Jana, now a teenager, it all comes without warning. Ich kam eigentlich zurück und hatte mich schon gewundert, dass der rote Wartburg vor der Tür stand, in dem dieser Kollege von meinem Vater, den ich auch sehr gut kannte, saß. Aber er hat mich nicht gesehen. Und es, also ich wusste genau, dass ich nicht zu ihm hingehen sollte und ihn jetzt öffentlich mit Handschlag begrüßen soll, sondern bin eigentlich an ihm vorbeigegangen, so wie es mir vorgestellt hat, wie man es auch erwartet. Bin also die Treppe hochgegangen und er ist mir auch nicht hinterhergekommen und habe oben wie immer meinen Schlüssel aus der Tasche genommen, die Tür aufgeschlossen. Und da stand der mir als sein Chef bekannte Kollege hinter der Tür und überall waren Leitern und Stühle und Schränke offen und Leute standen davor und guckten mich alle erschrocken an. But the Stasi don't find the files in the pantry. They can only accuse Teske of foreign currency irregularities. To learn more about their colleague and his strange behavior, they bring the arrested couple together for one day in a bugged villa on the edge of the city. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, und er hat gesagt, du, das hat keinen Sinn, es ist hier alles verwanzt. Ich kann dir nur sagen, mich werden sie einsperren. Und du musst jetzt tapfer sein. Und ich war der Meinung, na, mir können die nichts. Das war der große Trugschluss. Aber so, dass wir jetzt noch großartig Pläne gemacht haben, das müsste gemacht werden, damit er also einen entsprechenden Anwalt bekommt. Er hat sich da sehr bedeckt gehalten. Er hat nur gesagt, nimm keine Rücksicht auf mich, ich werde jetzt alles sagen. Ich habe ihr gesagt, welche Verfehlungen ich begangen habe und welche Konsequenzen das hat, dass meine Entlassung aus dem Ministerium für Staatssicherheit erfolgt. Und die Haltung meiner Frau war, dass sie bereit war, mit mir gemeinsam in eine Stadt der Republik zu verziehen. Und das ist noch angesprochen worden, die Frage einer Scheidung. Und das kam von meiner Frau also auch ganz eindeutig, dass das für sie nicht in Frage kommt. The Stasi's plan works. After this last night together, Teske starts to talk. His interrogators shape his aimless actions over the past months into a firm defection plan. Teske provides all the information they need. Gibt es noch Dinge, die ich bisher verschwiegen habe? Ich habe die letzte Chance, alles darzulegen. Sie wollen mir nur helfen, aber das können Sie nur, wenn Sie alles wissen. Und da habe ich dann diese Verrats- und Fahndungsabsichten genannt. Wissen Sie, wie Sie sich verhalten, wenn Ihnen der Strick droht? Die greifen nach dem Strohhalm, und dann kommt ja noch das Katz-und-Maus-Spiel. Der Strohhalm wird Ihnen hingehalten, wieder weggezogen. Wobei natürlich die Ermittler hatten auch ein bestimmtes Interesse, da ein Motiv zusammenzubauen. Werner Stiller got away. Now Mielke's men have his colleague and they're not going to let go. They question Jana. Ja, einer erzählt dir was von Devisenvergehen, das kann es gar nicht sein, uns ging's gut. Und die andere sagt dann, mein Vater war ein schlechter Mensch, also damit wusste ich schon, hier gibt's nichts, was der Wahrheit entsprechen könnte. Und da ich keinen nicht telefonieren und keinen sehen konnte von ihnen, habe ich dann noch gedacht, sag nichts, warte einfach. Jana is now 15. It's 9 months before she sees her mother again. And both of them receive only letters from her father. Worrying letters. Das war er nicht. Das war ein völlig anderer Mensch, der mir da was geschrieben hat vom Inhalt. So Sachen hätte der nie geschrieben. Das hat sich auch später herausgestellt. Die Briefe, die an meine Tochter gegangen sind, die waren ähnlich verfasst, als ob ein Kind etwas zu Papier bringt. Wir hatten 10-jährigen Hochzeitstag, während wir in Hohenschönhausen waren. Da hat er mir einen Brief geschrieben, einen herzerreißenden Brief zum Hochzeitstag, als ob wir gleich jetzt unsere Sachen packen und die 10 roten Rosen holen wir nach und später. Wo ich dann gedacht habe, nee. Teske is accused of conspiracy to defect and planning to betray Stasi agents abroad.
der Verrat im Fall von Stiller oder Teske gehört für mich im Hinblick auf die Verantwortung, die er trug oder die beide trugen, nicht nur für die Quelle, sondern auch für die Familie, die Partner, die Angehörigen, die Kinder, gehört für mich in die unterste moralische Schublade, die man sich nur vorstellen kann. Ist aus meiner Sicht damals wie heute durch nichts, aber auch durch gar nichts zu entschuldigen. At the trial, the case for the prosecution is farcical. The disordered pile of documents in the pantry is described as deliberate, organized espionage. Teske's defense lawyer tries to find mitigating circumstances. Es darf daher bei der Festlegung der Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht übersehen werden, dass kein Material, keine einzige Unterlage in die Hand des Gegners gekommen ist. But the result of the trial was decided before it began. The state prosecutor demands the death sentence. Ich beantrage aus den von mir dargelegten Gründen, den Angeklagten wegen begangener, vollendeter und vorbereiteter Spionage im besonders schweren Fall, in Tateinheit mit Fahnenflucht im schweren Fall, zum Tode zu verurteilen. The accused makes his final statement. Bitte im Hohen Senat bei seiner Urteilsfindung mir die Chance einzuräumen, eben noch einmal die Möglichkeit zu geben, ein Leben mir einzurichten, indem ich voll den gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen der DDR entspreche. Werner Teske is condemned to death in June 1981 for treason that he has de facto not committed. It will be the last death sentence passed in the DDR. On the 26th of June, he's brought to the place of execution in Leipzig. At the same time, a beautician is seeing to it that Sabine Teske doesn't look quite so bad after 9 months in prison. Es wurde gesagt, also Sie können den gemeinsamen Familiennamen Teske nicht mehr führen. Wir hatten eine neue Personalausweise, ich hatte einen neuen Führerschein, also alles, was Teske war, war nicht mehr für mich relevant und auch nicht für meine Tochter. Alles, was sie im Leben so an Papieren brauchen, war geändert. Damit es im Prinzip gar keinen Hinweis gab, dass diese Familie überhaupt existent war. The method of execution then used in Leipzig was a single shot without warning to the back of the head. The executioner waited behind the door and shot the condemned man. Later they claimed Teske hanged himself in his cell. Ich habe deshalb nicht geglaubt, dass er tot ist, weil er war kein mutiger Mensch. Also jede Krankheit, jeder Kratzer oder so, das hat ihm schon sehr weh getan, das hat er auch sehr ausgedehnt und auserlebt. Da konnte ich mir nicht vorstellen, dass so ein Mensch in der Zelle an irgendwelchen Balken sich aufhängen würde. Also es war mir so, das konnte ich mir einfach, das habe ich nie geglaubt. Und nachdem sie gesagt hat, sie hat auch nicht seine Leiche gesehen, war es für mich klar, der ist nicht tot. Teske's wife and daughter are forced to cut themselves off from friends and family, to leave East Berlin and start a new life halfway across the country under a false name. Ich habe nicht ein Bild von der Wand genommen. Es haben Soldaten meine Wohnung eingepackt. Es haben Soldaten meine Wohnung in Schwerin ausgepackt. Die haben sie mir eingerichtet. Es kam auch immer zunächst alle 14 Tage jemand vorbei und hat aus Berlin hat gefragt, wie es mir geht und wie es meiner Tochter geht, welche Wünsche wir hätten, ob wir. Sie waren auch bereit, mir einen Mann zu suchen. If anyone asked,
They were told to say that their husband and father had been killed in a car accident. Immer wenn wir irgendwo waren, da in der Ostsee, und ich habe da Männer am Strand gesehen, die meinem Vater erinnert haben, habe ich immer gedacht, vielleicht ist das vielleicht irgendwo, nach Jahren siehst du ihn doch mal wieder. Also ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass er noch irgendwo sein könnte. The execution is efficiently covered up. Two or three days later, Teske appears in the records of the Leipzig crematorium as a nameless corpse, used for dissection. Even in the ministry, his death is a taboo subject. Und auch bis zur Urteilsverkündung und so weiter ist diese Sache überhaupt nicht publik geworden. Es ist also absolut unter Geheimhaltung hat sich das alles weiter da entwickelt und von der Hinrichtung ganz zu schweigen. Darüber wurde überhaupt nicht informiert, sodass eigentlich dieses Grauen, das man da empfunden hätte, also gar nicht Besitz ergreifen konnte von den Mitarbeitern. Es ging an ihnen vorbei. A simple gravestone in Leipzig commemorates the last person executed in the DDR. Und von Anfang an unserer Beziehung eigentlich hat er immer gesagt, ich werde mal also Politiker, ich werde eben Honecker ablösen und ich werde in die Geschichte der DDR eingehen. Also Honecker hat er nicht abgelöst, aber in die Geschichte der DDR ist er eingegangen.